So Leute, es geht weiter mit Link's Awakening. Wir haben den ollen Stroppi abgegeben bei Banam Miau Miau. Und nun sollen wir ja in die Urunga-Streppe. In die Urunga-Steppe. Hier unten lebt übrigens Ulria, den wir ja anrufen können. Damit wir den auch mal kurz gesehen haben. So. Dann will ich mal in den Laden reingehen. Um zu gucken, ob da das Richtige ist, was ich jetzt kaufen kann. Ja. Die brauche ich nämlich. Juxische Schaufel, 200 Rubine. Ja oder nein? Ja. Vielen Dank und bis bald. Ja. Und ich kaufe mir gleich nochmal die Bomben hier. 10 Bomben, 10 Rubine. Ja. Ja, vielen Dank. So, jetzt bin ich pleite. Aber das macht ja nichts. Man sammelt ja eh genug Rubine auf in diesem Spiel. So. Ja, dann kann ich hier jetzt weiter. Zack, alles weghauen hier. So, was war hier nochmal drinne? Okay. Zack, weg mit dir. Weg mit dir. So. Und so. Und Rubine, 50 Stück schon wieder. Na, hau ab. So, dann mal gucken, wo es jetzt weitergeht. So ganz genau weiß ich das alles auch nicht mehr. Nee, darunter auf jeden Fall nicht. Nein, geh weg. Ah ja, hier kann ich was aufbomben. So, bomben. Und zack. So. Was versteckt sich denn hier hinter? Nichts, wo ich jetzt was tun kann. Da brauche ich was anderes für. So. Hier kann ich auch noch was aufbomben. Zack. So, was war denn hier drinne? Ein Feenbrunnen. Okay, gut zu wissen, dass der da ist. Okay. Ah ja, hier kann ich schon wieder was wegbomben. Zack, diesen ollen Totenschädel hier. Bam. Jetzt kann ich hier entlang gehen. Yay. Oh mein Gott, die sind fies hier. So, weg ist er. Okay. Dann mal langsam weiter hier. Ich glaube, hier irgendwo geht es ja auch zum Muschelbalsada. Da will ich erstmal hin. Zack. Na, geh weg. Genau, hier. Wie viele Muscheln habe ich? 2. Okay. Dann gehe ich mal hier hoch. Denn hier irgendwo war ja auch eine Muschel, ne? Du haust ab mal. Du auch. So. Ach, jetzt habe ich was vergessen. Naja. Hätte er noch eine Muschel einsacken können im Dorf. So. Da brauche ich jetzt aber noch nicht reingehen dann. Weil ich ja erst jetzt 3 Muscheln habe. Aber ich meine, hier unten war irgendwo noch eine. Nein, geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg. So, alles weg. Weg mit dir. Weg mit dir hier. Zack. Nein, ich will keinen Teil der Macht haben. Aber hier unten ist noch eine Muschel. Eine Zaubermuschel. So. Mal wieder hier runter. Da unten ist eine Meerjungfrau. Ich will jetzt mal hier rein. Genau. Denn das sieht ja alles verdächtig aus hier. Zack. So, dann kann ich hier jetzt rüber hüpfen. Zack. Okay, wo bin ich jetzt? Weg mit dir. Rüber. So. Weg. Weg. Hier. Genau. So. Und so. Okay. Jetzt bin ich hier. Nein. So. Euch mal hier weghauen hier. Komm schon. Danke. Geheimnisse der nahen Erde. Genau. Zack. Nächste Muschel. Eine Zaubermuschel. Sehr schön. Jetzt habe ich 5. Kann ich wieder zurück. So, dann muss ich hier entlang. Rüber. Zack. Feder ausrüsten. Rüber, Link.
Oh mein Gott, hier, das habe ich gewusst. Moment, was kommt hier nochmal? Also da brauche ich jetzt eigentlich noch nicht runter. Falls ich mich irre, dann ist das eben so. Da muss ich da halt irgendwann nochmal hin. Aber ich meine, da war nichts. Nichts, was ich jetzt unbedingt brauche. Denn ich habe ja jetzt 5 Muscheln. Nein, da brauche ich auch nicht lang. So, dann gehe ich mal wieder. Was war hier? Nichts. Sehr schön. Dann will ich mit meinen 5 Muscheln nochmal zum Balsar. Weil ich meine, mit 5 Muscheln bekomme ich schon mal was. So, dann zeig mir mal an. Ja, komm schon, es erhebt sich. Und was bekomme ich? Yay, ein kleines Geschenk. Und zwar noch eine Zaubermuschel. Sehr schön. Dann kann ich ja weitergehen. Weg, weg, weg und weg. Du auch, weg. So, muss jetzt den ganzen Weg wieder zurück. So. Weg und weg. Denn jetzt muss ich hier unten erstmal weitergehen. Genau. Konnte ich hier eigentlich schon die nächste Muschel abgreifen? Ich glaube, dafür musste ich schwimmen können. Und das kann Link ja nicht, wie wir es gerade gesehen haben. So. Nur damit wir es auch mal gesehen haben, ne? Dass Link nicht schwimmen kann. Meine Wegfindung ist wieder die beste gerade. Naja, so irre ich halt ein bisschen herum in diesem Part. Ich kann ja auch nicht mehr alles wissen. In diesem Spiel ist ja doch schon ein bisschen was her, dass ich gespielt habe. Auf jeden Fall musste ich hier rein. Zu dem Eulen hier. Er sei gegrüßt. Vermutlich sieht er es mir nicht an. Aber einst lebte ich in einem Schloss. Doch dann wurden die Diener von den Monstern verzaubert und zwangen mich, das Schloss zu verlassen. Ich musste in die Villa fliehen, aber er möchte den Schlüssel zur Orunga-Steppe. Ich kann ihm helfen, für eine kleine Gegenleistung. Er möge mir erst das goldene Blatt bringen. Gibt doch bestimmt am Kiosk irgendwo, ne? Ist das eine Zeitschrift? Dass ich bei der Flucht verloren habe. Oh ja, ich hätte mal. Gut, aber um ehrlich zu sein, es sind genau 5 Blätter. Und ich will alle. Er sollte sich eine Schaufel kaufen. Mache er sich nun auf den Weg. Ich bin ja immer so nett. Na gut. Genau. Erstmal die Blätter kaufen, ja. Mal gucken, ob der Kiosk das goldene Blatt verkauft. Okay, auf jeden Fall musste ich jetzt hier lang wieder zu Richards Ork, der irgendwo hier oben lauert. Ah, Link. Einfach weiter nach oben. Genau. Aber da komme ich ja nicht durch das Tor. Also muss ich mir irgendwo einen Zwischengang holen. Und hier ist übrigens ein kleiner Affe. Oh, haben wollen! Du Kiki geben! Kiki. Ah! Bananen! Banane, Banane, Banane! Oh, Kiki freut sich! Affen! Kommt bedanken! Ja, jetzt kommen die ganzen Affen hier und bauen für mich einen Weg. Ah, Geschäft erledigt. Tschüss, Kiki, Kiki, Kiki. Und weg sind die Affen. Und wir haben was hinterlassen. Einen Stock. Du hast einen Stock gefunden, den einer der Affen zurückgelassen hat. Du nimmst ihn. Klar, nehme ich ihn. Was auf dem Boden liegt, wird genommen. So, hier kann ich nicht lang. Also weiter nach oben. Hüpflink. Hier ist Ulrias Haus, Telefonhäuschen, da kann ich auch nicht lang, also geht's ja nur hier lang. Zack, und hier ist ein versteckter Gang. Mit Goombas. Die das sind. Oh, Herzen. So, rüber, Link. Danke, Link. So. Und schon bin ich im Garten des Schlosses. Hier ist wieder ein Fieser. Gehst du mal down? Danke. So, hier kann ich das erste Blatt abstauben, indem ich den Eulen hier töte. So, er lebt noch. Zack. Das erste Blatt. Ah, du hast ein goldenes Blatt gefunden. Das Startmenü zeigt dir, wie viele du nun besitzt. Ja, da kann ich auch selber noch rechnen, dass es 1 ist. Nein, nein, nein. Ich stehe neben drinnen. So. Bekomme ich vielleicht hier irgendwo ein Herz? Das wäre nett. Ein Rubin, ein Herz. Sehr schön. Dann war hier irgendwo noch ein Blättchen.
Geste weg. Danke. Genau, nämlich von dem ollen Raben da oben gibt es noch eins. Und den muss ich erstmal aufschrecken, indem ich einen Stein gegen seinen Baum fetze. Hier, so, weg, weg, weg. Und das zweite Blättchen. Du hast das goldene Blatt gefunden. Was war hier nochmal? Nur er. Und da war wieder der Anfang. Gut. Dann mal weiter latschen. Wir wollen in das kleine Schlösschen hier rein. Damit Richard seine Blätter hat. So. Okay, dein alles Gebäude hier. Also hier würde ich nicht wohnen wollen. So, ich glaube, wenn ich hier alle töte, bekomme ich noch was, ne? Ah, Vorsicht. Genau. Das dritte Blatt. Du hast das goldene Blatt gefunden. Dann mal in ihm drinne stehen ist immer gut. Einfach mal laufen. So, weg, Leute. Weg. So. Oh mein Gott, was ist jetzt los? Das hat sich angehört, als sei die Burg, als sei das Burgtor aufgegangen. Nun kommst du leicht nach draußen. Ich verliere einfach zu viele Herzen, ne? Ich spiele halt auch immer wie so ein Irrer. So, jetzt muss ich hier lang. Genau, hier war das nächste goldene Blatt. Ich hoffe, das war der hier. Genau, jetzt befreie ich ihn mal aus seiner Wand hier und weg. Genau. Das vierte. Du hast das goldene Blatt. Tja. Warum liest man auch das goldene Blatt? Ich meine, steht da was Interessantes drinne? Liest einer von euch das goldene Blatt? Ich hab's noch nie gelesen. So, dann geht's hier weiter. Genau, die Tür ist verschlossen. Was macht man denn? Man benutzt rohe Gewalt. Zack. Und hier ist ein Endgegner, den blöden hier. Aber der kann mir nichts. Ich hau einfach drauf hier, bis er tot ist. So, und weg ist er. Nun hast du auch das letzte der goldenen Blätter gefunden. Jetzt solltest du noch einmal Richard aufsuchen, wegen dem Schlüssel. Gut, und das werde ich auch tun. Richard, ich komme. Richard, du. Ich komme hier nicht lang. Ach, Richard, warum kommst du nicht hierher? Ich habe deine Blätter. Ich muss den ganzen Weg zurück. Weil es Spaß macht. So, runter. Da, 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 da. Nein, weg. Und Vorsicht, das Schwert hätte mich fast aufgespießt. So. Ach, Richard, ich bin unterwegs. Halte durch, mein Freund. Ich latsche schon den Pflasterweg hier entlang. Da, 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 da. Ich weiß, ich summe gerade nicht mit der Melodie mit. Aber das ist ja auch egal, ne? Okay. So, Richard, du hast deine Plättchen. Ah, sehr gut. Er hat alle Blätter finden können. Schiebe er nun die Truhe hinter mir zur Seite und er findet, was er gesucht hat. Na gut, dann schiebe ich mal. Oh mein Gott, du hast hier eine versteckte Treppe, ne? Na gut. Ja, mal gucken, was mich hier erwartet, alles böse. Flops. Genau, hier war doch auch wieder was. Ich glaube, da war auch noch eine Muschel drin. Ne? Ja, eine Zaubermuschel und ein Flop spawnt gerade in mir. Genau, der wird hier. Rüber. Okay, dann geht's jetzt hier weiter. Ich glaube, hier kommt noch irgendwo ein Flop. So. Ach, das war's immer noch nicht. Es geht noch weiter. Was war hier hinten? Wozu ist dieser Raum? Hat der eine Relevanz? Ich versteh's nicht. So, einfach rein hier. Genau, jetzt bin ich hier und ich muss da oben zu der Eule hin. Und das mache ich jetzt auch noch schnell. Wenn ich denn noch finde, den Weg. Genau. Hier entlang. Ich meine, ich konnte hier auch irgendwo abkürzen, ne? Genau. Zack. Und weiter. Genau, rüber. Zack, alles weg. So. Einfach mal eine kleine Abkürzung benutzt. Yay. So. Mutter Erde, Geheimnisse hat am Fuße meiner selbst. Am Fuße deiner selbst und... Das ist nur ein Rubin. Aber nein, das hat auch einen Schlüssel.
nehme ich ihn, ja. Cool, mit dem Schleimschlüssel öffnet sich das Tor in der Urunga-Steppe. Ja, schaffe ich auch noch zur Urunga-Steppe hin? Das wäre natürlich dufte, ne? Zack, komme ich hier vielleicht raus? Nein. Na gut, dann nicht. Nein! So. Nein! Ich stürze mal ab. So, ich will einfach nur noch mal zurück. Raus aus dem gefährlichen Gebiet hier. Zack. Denn hier, ich will zurück zu Richard. Also latsche ich noch einmal kurz den Weg zurück. Das schaffe ich noch in diesem Part. Na klar, ich könnte den Part natürlich auch wieder strecken hier. Ich könnte jetzt noch in den Schloss gehen und alles mögliche, aber ich will da auch nicht zu lang. Ich möchte mich immer so bei 15 Minuten einpendeln. So, dann will ich mal gucken, dass ich eventuell noch den Schlüssel ins Schloss stecken kann. Genau. Oh mein Gott, alles bebt schon wieder und das Tor ist offen. Und da gehe ich dann im nächsten Part rein, Leute. Also, bis dann. Tschüss.